Lippen, ja. Ja, ich weiß, wir haben ja da Big Brother gespielt, ich weiß. Ja, was schlägst du vor? Ja, das hört sich plausibel an. Ja, das machen wir. Du, ich muss. Der Zeitplan ist straff. Später wieder. Und dann im Impala. Kleines Wettrennen, gell? Vielleicht machen wir das auch Backstage. Schön, dass ihr wieder da seid. Im Let's Play 112. Folgendes. Ich habe ja Backstage-Infos rausgekriegt und ich habe total vergessen zu gucken hier, wie der Zetrania mit seinem VW-Bus rumfetzt, der jetzt hier steht. Den habe ich gekauft und dann war er da und ich will einfach mal sehen, wann er losfährt. Vielleicht kriege ich das zufällig mit. In Backstage habe ich herausgefunden, wie die Menschlein hier so laufen und wie sie so ticken und da kamen mir ein paar Ideen, wie man das optimieren kann. Und dafür habe ich auch schon mal mit den Lippen zusammen hier ein paar Gebäude rausgesucht. Also das hier ist Bereich Kino und das ist Bereich Museum Kunst. Und mein Gedanke war jetzt, die sollen gleich nach dem Supermarkt da reinspringen können. Die sollen sich hier schön Propagandazeitung holen. Gleich reinkallen. Am besten gleich hier. Hier vor der Nase von dem Ausgang, dass sie direkt rein können. So. Und das Ding da, das baue ich mit allen und mit hoher Priorität. Ich weiß, wir sind mega im Baustress da vorne und da geht alles ab, aber ich möchte es jetzt einfach umsetzen und ich will, dass das schnell geht und ich will, dass meine Bevölkerung noch glücklicher wird. So, das ist der eine Punkt, dass sie direkt hier danach sich eine Zeitschrift reinziehen können. Der nächste Punkt ist, das gleiche gilt dafür, wenn sie Interesse hier zum Beispiel an so einem Distillerie-Museum oder was das auch immer ist, haben. Das würde ich auch gern hinsetzen, so direkt hier in der Nähe von Streuners Bar. Kommt es bestimmt cool. Ich baue es mal ohne Fußwege und schau mal, ob ich den dann dran kriege. Das wird halt gut hier in die Ecke noch reinpassen. Wenn ich das so setze, wie sehen die Fußwege aus, die möglich sind? Einmal den hier. Hier würde ich rankommen. Aber bitte nicht mit Lämpchen. Ach, ist ohne. Ja, gut, wenn das ohne ist, dann machen wir das so. Personal kann auch einfach reinspringen. Das ist jetzt alles kein Thema. So, hohe Priorität und benachrichtigen. Ich will, dass die Gebäude dann gleich hochgezogen werden. Am besten noch in dieser Folge. Das gleiche möchte ich hier bei dem Supermarkt abziehen. Wo könnte da ein schönes. Da könnte doch so ein Kioskstand hinpassen. Also ich kann es euch da hinten nochmal zeigen. Das sieht eigentlich ganz putzig aus, wenn er gebaut ist. Ich bin gespannt, wie der aussieht. Okay, dann schauen wir mal. Wo war mein Spaß? Ja, ich brauche da jetzt nicht 20 Minuten mit euch Gebäude raussuchen. Geht das hier vielleicht? Ja, genau so würde ich den hinflanschen. Oder doch so? Mach mal so hin. Das sieht besser aus. Da ist was im Weg. Jetzt ist nichts im Weg. Einmal noch Fußwegchen. So. Und planen und bauen und mit hoher Prio und benachrichtigen. Einmal mit allen. So. Und dann möchte ich ja auch noch das Museum hier in der Ecke irgendwo rein haben. Einfach, dass ich hier meine Leute noch ein bisschen hochziehen kann, dass die von den 97% Sport, Kulturgenuss ein bisschen hochkommen. Machen wir hier noch ein bisschen Kultur mit rein. Also Sport habe ich da noch nicht gemacht, da muss ich mal gucken, da ist ja tolle Ping-Pong-Plätze. Wo würde das denn gut hinpassen? Passt es hier hin vielleicht? So neben den Supermarkt, ja, so finde ich eigentlich cool, so. Machen wir es mal so hin und gucken wir mal, ob der Fußweg tut. Habe ich ja alles an Strom, Wasser, Wärme, ganz viel Strom. So, dann bauen wir einmal das dahin und geben das auch mit in Bau. Und machen die Prio hoch und machen auch Benachrichtigung. So. Der ist schon wieder rumgefetzt und ich habe es nicht gesehen. Der Tachostand ist hochgegangen. Wahrscheinlich macht er nur ganz kleine Spritztouren.
Gab es hier was Interessantes? Nein, also ich muss es mir mal da hochschieben, sonst ist es im toten Winkel. Also das Letzte wäre halt noch so ein bisschen neben Kino und Kultur vielleicht noch Sport. Da habe ich jetzt noch nichts rausgesucht und ich weiß nicht, ob ich da was Schönes Kleines habe oder reinpasst. Moment, wir sind noch auf Kultur. Da hinten ist Sport. Ja, das Schachteln, das ist schon cool. Das haben wir aber schon. Was ist denn das da? Ich will irgendwas Gescheites haben. Fußballplatz. Ja, der ist schon groß. Der ist schon. Oh, er fährt. Also schauen wir mal, wie Zentrania jetzt mit seinem Büsschen fährt. Und was er so anstellt. Installation von Überwachungsgeräten. Aha. Wieder in der Dusche oder was treibst du jetzt? Wo fährst du hin mit deinem Bus? Wer kriegt die neueste Überwachungstechnik unserer Republik eingebaut? Ich bin gespannt. Okay, da fährt er hin. Und dann schleicht er sich rein, knackt die Schlösser, zack. Und dann fährt er wieder heim. Und dann schaut er in seinen Röhrenfernseher rein. Und guckt, was so geht, wie loyal die Bürger sind. Ich find's super. Die knatterige Kiste hier, die habe ich nur gekauft und sie sieht schon voll abgerostet aus. Also ich bin ein Fan von dem Teil. Oh yes. Schön blinken, genau. Immer schön die Verkehrsregeln beachten. Und wieder ab ins Häuschen. Sehr schön. Und wie schön leise die Stadt ist. Das ist doch einfach göttlich. Das Buschen ist erledigt. Wir haben es gesehen. So. Nochmal das Thema Sportchen. Also wenn ich da jetzt nicht einer Minute was finde oder so, dann suche ich mir da offline was raus und das gibt's dann halt beim nächsten Mal. Turnhalle. Ja, die ist halt so fett, die kriege ich hier nicht rein. Aber die haben eigentlich, wenn sie aus dem Supermarkt rauskommen, haben sie ihr Hallenbad und hier drüben was. Ja, das ist halt ganz schön weit weg. Es gibt auch den Trick dadurch, dass die Leute dann aus dem Hinterausgang rauskommen können, wenn da einer dran wäre. Also ich könnte hier einen Fußweg rausziehen und da was hinbauen zum Beispiel. Oder hier was hinbauen. Stimmt, hier. Ja, da ist ja eigentlich noch relativ frei. Da wäre der Weg gar nicht so weit, glaube ich. Ich plane mal eben den Weg. Also wenn ich mit... Also dass sie den besten Speed reinkriegen. Wie weit komme ich da bis hier? Da müssen sie ein kleines Stück über die Straße gehen, okay. Einfach mal gucken, ob da was geht. Da habe ich natürlich viel andere Möglichkeiten von der Größe her. Warner, verstreunere dich nicht und geh zum Sport. Wenn wir den hier hinsetzen, dann haben wir Pipi, Kaka, Strom und alles eigentlich vor Ort. Ich überlege gerade. Nee, das müsste eigentlich alles passen. Das ist mir hier jetzt nicht mehr im Weg. Die waren ja die ganzen kostenlosen Baubüro-Dinger. Entweder den Node oder den, aber dann geht es schon nicht mehr gerade hin. Wie sieht es denn so rum aus? So würde ich es mal probieren. Jetzt brauche ich aber noch den Fußweg für den kürzesten Anlaufweg. Asphaltweg bitte. Achso, war ich. Dann bin ich wieder verstreunert. So, wie lang ist es zum Supermarkt? Das ist die entscheidende Frage. Alles andere ist irrelevant. Wie lang latscht der zum Supermarkt? Hier rein. Ich sehe es gerade nicht. Das ist schade. Wie lang läuft der zum Supermarkt? 97 Meter, so rum sehen wir es. 97 da rein. Finde ich gut. Also planen. Benachrichtigung, hohe Prio. Hohe Prio, Benachrichtigung. Und nochmal hohe Prio, Benachrichtigung. Und mit allen. Einmal.
habe mein Murmeltier vergessen. Shit. Da fährt wieder kein Zug. Jetzt sind bestimmt schon wieder die neuen Bienen unterwegs. Oh Mann. Wie sieht's aus, der Füllstand? Wie sieht's aus? Oh, 16%. Das geht mir sowas von auf die Nüsse hier. So. Jetzt fahr und mach voll, bevor die Bienen ausbüchsen. Die müssen mir ja jetzt nicht die Grenze zumachen, wenn ich bauen ohne Ende will und dann kommen die Bienchen geschwirrt und nehmen mir den ganzen Platz weg. Die sehen alle unterschiedlich aus. Das gefällt mir auch nicht, weil die ja einfach aus verschiedenen Büros zusammengezogen sind. Ich will gern, dass ihr gleich aussieht, genauso. Mäb. So, sorry, da müsst ihr jetzt kurz durch. Da bin ich systematisch. Ich will, dass das jetzt gleich ist hier. Dass ich diese roten Bienchen erkenne, wenn sie kommen. Aber es ist ja nur noch einer. Außer es sind welche ausgebüxt. Aber dann haben sie Glück gehabt, dann kriegen sie nächstes Mal einen Pinselstrich. So. Sieht doch schon besser aus, alle in der gleichen Farbe. Und warum? Ach, mein Benzintanker fährt rum. So. Und ein Bauzug ist wieder im Baustress. Der ist aber auf der Heimreise, der ist leer, ihm nicht mehr nach Hause. Oh Gott, so geht ja da gar nichts voran. So. Wie sie schon hintereinander stehen. Nee, ich will auch. Und da kommt schon der nächste raus. Ich will auch bauen. Ja, ich dürft doch alle bauen. Boah, und das Lager, guck mal, wie rappelvoll das jetzt ist. Und der hat auch noch was auf Lager. Stand ewig. Jetzt gehen sie alle schön der Reihe nach wieder bauen. Okay, ja, Zug wartet zu lang. Ist okay. Aber Pflanzen hat auch zu lang gewartet. Pflanzen ist so 15%. Büchsen die jetzt aus. Oh, 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 gleich fahren sie los, gleich fahren sie los. Ich könnte es unterbinden, ich will jetzt aber nicht an dem Backup-Job rumschrauben. Hm. Eigentlich sollten sie losfahren, außer die schnallen, dass der Zug hier schon die 482 Tonnen reinbringt. Ich glaube, die Verteilungszentren stimmen sich untereinander ab. Wenn die wissen, jemand anders macht es schon, dann fährt zum Beispiel auch kein zweiter Müllwagen hin oder so. Okay, der müsste ja gleich da sein. Da habe ich Glück gehabt. Kein Chaos wegen denen an der Grenze. Was machen unsere guten Baustellen hier? Sie ackern und tun und... Was, der macht hier schon Asphalt auf dem langen Stück? Respekt. Wie sieht es hier aus? Der Kreisverkehr ist eigentlich rund. Dann könnten wir hier die Schilderorgie starten. Aber jetzt muss ich mich sortieren. Die 4 müsste doch das sein, wo von hier kommt. Dann müsste es doch so rum sein. Der darf nur warten. Nee, das wird jetzt auf den greifen. Eigentlich will ich nur einen Vorfahrt haben und das ist die 4. Und der Rest... ja, da kommt keiner raus und da kommt keiner raus. So ist richtig. Genau solche, so eine Einstellung wie hier. Muss ich das jetzt... Muss ich das jetzt bei jedem machen? Kreuzung hat ungespeicherte Erinnerungen. Ja, dann ändert das doch mal. Nee. Da. Muss ich so machen. Muss ich zwei Vorfahrtsstraßen haben. Dann machen wir das. Ja. Ich glaube, hier können wir auch schon wieder ein bisschen Matschweg entfernen. Ah, die fahren schon zur Brücke bauen. Sehr gut. Einmal den da schon mal raus. Und in der Theorie kann ich den da auch schon wegmachen. Die können ja hier in den Kreisel reinfahren. Ja, sehr gut. Der wartet, der Kreisverkehr. Interne darf vorfahren. Ja.
Ja, stimmt, weil da ist ja sonst nichts. Da kann es ja nur rausfahren. Der nicht, der ja. Finde ich okay. Der hat Vorfahrt und der nicht. Der Rest ist mir gerade Bums. Und hier müsste ja die 2 Vorfahrt haben. Okay. Und dann sollten wir bei dem Ding bald rund sein. Da mache ich mal eben noch die Matschwiegchen weg. Soweit ich es kann. Also einer kann schon mal weg hier. Und dann brauche ich den dann noch. Die können da reinfahren. Dann müssten sie halt über eine andere Route zurückfahren. Ja, ich will den weg haben. Das ist okay. So. Es gibt nur unnötige Zahlen hier bei der Schilderbestimmung. Da ist es genau wurscht. Und da, ja, da haben wir halt beide an einem Node dran. Aber das denke ich, das müsste so tun. Muss ich mal ein bisschen beobachten. Ja, der Weg ist auch schon fertig. Dann gucken wir mal, was unsere Sanierung tun muss. Oh, da ist was fertig. Da muss ich mich drum kümmern. Mit Vollgas bitte. Einmal das Kiosk mit allen. Da sind sie noch dran. Aber das scheint gleich durch zu sein. Hier noch nicht. Okay. Wow, was ist jetzt fertig geworden? Pümpchen! Yes, dann machen wir Pümpchenanschluss. Der Node wurmt mich. Und wie der mich wurmt. Nur weil ich es verballert habe. Ich sehe wegen dem Baum gar nicht, wo meine Straße lang geht. So. Und ja, so hin. Schön bauchig und krumm. So muss es sein beim Streuner. Kann ich da sparen, indem ich sage, den da durch hier reinlaufen lassen, so. Ich denke, das mache ich. Ich ziehe die jetzt nicht komplett dadurch. Jetzt müssten hier alle Pümpchen dran sein. Gut, erledigt. Und geplant. Jetzt habe ich was. Ah, okay, konnte ich eh nicht. Den kleinen würde ich mit Männchen machen und den Rest halt wieder mit Maschine. Da fehlt noch einer, da gucke ich gleich. Mit Menschlein und hier auch mit Menschlein. Und wenn das da fertig ist, dann sag mir Bescheid, dass ich die anderen 2 Stückchen ranbauen kann. Was ist jetzt fertig? Der andere Weg, sehr gut. Dann mit Vollgas bitte auch das da hochziehen. Ich will glückliche Leute haben. Ne, benachrichtigen brauchst du mich nicht. Das kriege ich schon mit. Was ist noch fertig? Der Weg ist fertig. Welcher? Der. Okay. Da auch einmal bitte Vollgas geben. Und der da ist wahrscheinlich jetzt auch gerade fertig geworden, ja. Wir spielen auf normal, gell? Das ist jetzt nicht Turbogang. Oh, dass ihr das mitkriegt. Ich komme hier kaum hinterher. Ja, passt. Einmal noch den Auftrag. Der ist draußen. Okay. Benachrichtigung. Verbrennen. Gut. Da geht noch nichts. Und ich habe mir, ich habe hier hinten jetzt noch nicht wegen Sport geguckt. Im Prinzip, wenn wir hier schauen, wie weit der Sport weg ist, dann ist es halt 300 Meter darunter latschen oder dahinter latschen. Und das ist ganz schön weit. Vielleicht irgend so ein cooler Sportclub hier, ein Schachclub oder so, nochmal hinter Streuners Bar. Ich hoffe, es tötet den Baum nicht. Und wenn, dann verzeiht es mir bitte. Ich versuche es möglichst weit weg vom Baum zu machen. Der Streunerbaum muss leben. Streuners zweiter gepflanzter Baum, der darf nicht drauf gehen. Aber ich will das. Ich opfer selbst meinen Baum, dass die Menschen hier glücklich werden. Streuner, sei nicht so verwirrt. Wo ist, was du brauchst hier? Wo war dieser Schachclub? Ich kopiere mir einfach. Wie zu solchen suchen. Da. Das da will ich. Ich will den Schachclub.
Pipi, Kaka, Strom und Wasser ist alles dran. Gut, wie kriegen wir den jetzt dahin? Der früheste Note ist hier für einen Fußweg. Komme ich da hinter der Bar durch? Wahrscheinlich geht hier kein Fußweg durch. Schade. Dann müssen sie an Straunas Bar vorbeikommen. Also ich kann ihn nicht weiter rübersetzen, weil daneben Fußweg ist. Ich hoffe, der Baum überlebt. Yes, der Baum steht noch. Ein Hoch auf den Baum. So, und auch einmal mit allem, was ihr drauf habt, da reinknallen bitte. Aber diese Brio-Aufträge, die ziehen halt nicht, wenn alle Fahrzeuge unterwegs sind. Also erst, wenn sie ihren nächsten Job holen. Solange die so unterwegs sind, wenn die jetzt da hinten irgendwo hintuckern, dann sind die halt weg. Aber sobald einer frei ist, geht er hin. Habe ich da auch Benachrichtigung, dass da vorangeht? Ja. So, was machen meine Bauzüge? Die tun bestimmt schon wieder irgendwo rumhampeln. Nö, ich bin begeistert. Der fährt. Wo ist der andere hin? Da kommt der Kleine raus. Okay, zwei sind schon mal unterwegs. Jetzt muss ich gucken, wo mein anderer Großer hin ist. Der schafft hier fleißig, finde ich gut. Aber ich glaube, er ist fertig. Dann gleich abheim mit dir. So. Gib Gas, ich brauche die Strecke. Ich will hier vorankommen. Was können wir hier weiter bauen? Erstmal muss ich schauen, wie viel Sanierung jetzt zu tun hat. Ja, die ganzen kleinen Brio-Sträßchen, aber die haut's ja bald weg. Boah, wie viel Brio die haben. Ne, dann mache ich hier jetzt mal nur mit Maschine hier die großen Stücke. Einmal den hier. Und mit normalem Mensch. Dann können wir den da bauen, können wir den bauen. Hier können wir noch nicht. Da könnten wir hin, aber da kommen wir noch nicht wieder raus. Ist doch alles verstreunert. Und wo kann ich da abzweigen? Ich denke von hier. So. Und dann kann ich das dazu ordnen. Und das hier. Und das da. Und dann machen wir uns da auch noch einen Bauweg rein. So. Und dann geht da auch was. Nicht mit Sanierung. Und wieso? Jetzt. Was ist fertig? Okay, dann gebt alle alles. Ich will... Heute noch. Ach so, nur der Fußweg ist fertig. Der Weg muss auch fertig werden. Vorher geht nichts. Produktion, was, wo? Ist es zu warm, oder? Ihr habt doch alles. Ich habe auch jetzt keinen Nullstand auf dem Konto. Strom kriegt er auch. Außerdem bauen wir den ja jetzt selber an. Bau beendet. Das war hier. Okay. Wir müssen auf diesen Bau beendet warten. Aber da kriegt man Schilder hin, so. Ich bin gespannt, ob das einen Einfluss auf meine Bevölkerung hat, dass die mehr Zeit hat, dann sich die gute Propaganda aus dem Rundfunkturm reinzuziehen, weil die sind halt ganz schön viel unterwegs, die laufen quer durch die Stadt, um ihre Bedürfnisse zu füllen. Ihr könnt mir vorstellen, das zieht. Zumindest ist es das, was jetzt noch in meiner Macht steht, um da was dran zu drehen. Der ist immer noch im Bau. Was ist denn... Ja, das VZ ist fertig. Habe ich da die Benachrichtigung verpimmelt, dass der Strommast fertig ist? Dass der Weg fertig ist? Heieiei. Wir sind kurz vor der Ernte. Dann gibt es wieder eigene Pflanzen. Ja, das mit der Asche sieht gut aus. Da ist jetzt nicht so viel drin. Also... Ansonsten machen wir den halt noch hin, aber sehe ich gerade noch keinen Bedarf. Wie viel Dünger haben wir denn jetzt da drin? 50 Tonnen, hier haben wir 40 Tonnen, 42 Tonnen, ja. Das ist einfach noch nicht genug, um die 30 Felder zu versorgen. Wir brauchen mehr Dünger. Geht hier schon wieder was. Da, die Brücke ist im Gange, das Stückchen ist im Gange. Hier auch, okay. Ja, ich könnte mit sowas anfangen. Möchte ich das schon? Ja, komm. Machen wir das Entladeding hier schon, wenn wir rankommen. Es muss eh alles hochgezogen werden.
Was macht ihr hier schon wieder? Wenn ihr fertig seid, geht nach Hause. So. Einfach ein bisschen Speed reinkriegen in das Ding. Ja, Matschweg. Ne, da möchte ich jetzt gerade nicht drüber nachdenken. Wir brauchen eine Wasserversorgung. Das ist auf jeden Fall wichtig hier für den Beton hier unten. Und der Beton, wenn wir uns den anschauen bei der Bauindustrie, wahrscheinlich ihr wisst es noch, bei mir ist es halt so demenzmäßig verschwunden. Der braucht maximal 85 Kubikliter Wasser am Tag. Das heißt aber, dass die ganze Zeit Betonmischer drinstehen. Nur wenn die im Dauerstress die ganze Zeit auf 100% Beton rausjagen, weil der hat kein Exportlager, der kann 0,5 Tonnen machen und dann ist er fertig. Okay, dann steht doch wieder Pumpe auf dem Programm. Ziehen wir es schnell durch. Wenn das fertig ist, dann machen wir die dran, dann machen wir hier eine dran. Hier eine, da eine. Die hier und dann schauen wir mal weiter. Wie kriege ich die hier am schönsten verbunden? Ich hätte gesagt, ich mache so. Und dann danach noch den da dran. So, was geht mit Maschine? Der da auf jeden Fall. Der da. Da bin ich mir unsicher. Ne, der müsst noch und da braucht man wahrscheinlich wieder Menschlein. So. Und da brauche ich eine Benachrichtigung, dass ich einfach weiß, wann es da weitergeht. Was macht eigentlich unsere Riesenstraße hier? Die Straße Richtung Westen ist das, weil nie ohne Seife waschen, da ist Westen. Ja, der zieht halt durch, der braucht jetzt noch 1000 Tonnen Asphalt. Man hat wahrscheinlich zwei Fahrzeuge im Pendelverkehr, die hier den Asphalt reinbringen. Wieso waren da kein Asphaltleger? Ach, der hat noch gar nicht angefangen, okay. Wir haben gerade erst angefangen, dann ist gerade erst der Bagger fertig geworden. Ja, das war da ja das hier. Das haben wir ja jetzt. Mal drauf gucken, nicht verstreunert sein. Sieht gut aus. Okay, was machen unsere ganzen Straßen hier beim Bauernhof? Heinlandspimperle. Ach ne, das war Pumpe. Das war Pumpe, hier war Bauernhof. Steht sich ein Dicker die Beine in den Bauch. Ist das Stückchen zu kurz? Ich habe Personal dabei, aber ich habe halt nicht mehr Personal. Aber was wir machen können. Jetzt, wo das Geld etwas lockerer sitzt. Wir geben dem Baubüro Mensch mehr Busse. Und zwar Icarusse. Wenn ich es denn hinkriege. Workshop. Wie ist der gute 556? So, du kriegst noch zwei. Viel Spaß. Bist du ein bisschen produktiver. Wir haben ja genug am Busbahnhof, oder? Nö, die saugt man gerade ganz gut ein, so wie es aussieht. Aber dann ist es so. Es ist, wie es ist. Und genau so muss es sein. Aber den Heli will ich mir auch bei 1 Millionen noch nicht rauslassen, weil ich will das Ding hier hochziehen, ich will da kein Päuschen machen und ich will hier hinten vorankommen. Aber ich kann halt nicht alles gleichzeitig planen. Und das hier ist mir wichtiger, weil ich diese Ressourcen, den Kies, den Beton und die Plattenbauteile alles verwerten kann, um das hier hinten hochzuziehen, Stadt und Industrie. Deswegen habe ich da jetzt mal geswitcht und baue hier das Ding schnell hoch. Und ich denke, es geht voran. Du bist leer, geh nach Hause. So mache ich das mit den Bauzügen. Wenn ich sie sehe, dann schicke ich sie gleich wieder heim. Was könnte ich hier noch bauen, gerade? Das Ding kann ich bauen. Dann gibt man das auch in Auftrag. Dann können wir auch diese Verbindung hier in Auftrag geben. Und auch die hier, dass wir schon mal Richtung Lager kommen. Was macht hinten die Straße?
Die eine ist fertig, das ist gut. Hier brummt gerade ein Zug vorbei. Ja, wir machen eine kleine Rundfahrt. Aber vorher gebe ich das hier mit Maschine in Bau. So. Wenn du schon mal da bist, dann, jo, dann fahren wir einmal mit. Ein bisschen entspannen, schauen, was die Felder so machen. Wird da schon geerntet? Ich glaube, da hinten fahren schon LKWs rum. Da noch nicht, aber ja, hier wird schon geerntet. Sehr schön. Dann musst du bald nicht mehr dahin tuckern, dann hast du wieder was auf Lager. Oh, diese Aussicht mit diesen qualmenden Schornsteinen, ich liebe es. Und wenn dann noch das fette Chemiewerk hier steht, dass man Horizont nicht mehr sieht. Das wird schon was. Aber was ich mir gerade überlege, ich könnte mir so einen zweiten Zug hier gönnen. Mit genau den gleichen Waggons. Dann können wir hier einfach doppelt so schnell die Pflanzen reinkippen. Der Hintergrundgedanke ist, danach werde ich ihn weiterverwerten, um ihn da vorne einziehen zu lassen. Und dann... Jetzt muss ich mal gerade gucken, dass ich den hier irgendwie kriege. Also zuerst mal hole ich ihn hier rein. Dann schafft er hier mit rüber. Und danach stopfe ich ihn hier rein, dann macht der eine Import und der andere macht dann hier Pflanzen rüber schaffen. Dann kann ich diesen Job trennen, dann muss ich dann nicht immer den einen oder den anderen aktivieren. Also erstmal die richtige Lok finden und erstmal mein Zugdepot finden. Wir brauchen den schnellen Zug. Nicht den mit der 2 dran. Den da. Das war aber, glaube ich, 20 Meter Länge, ja. Den holen wir uns. Und jetzt holen wir uns an der Grenze die passenden Waggons. Jetzt muss ich nur gucken, wie ich die Waggons hier rauskriege. Da muss ich vermutlich jetzt genau anhalten, wenn ich sie ganz kurz sehe. Oder ich weiß nicht, ob ich sie die ganze Zeit sehe. So. Hier, diesen Waggon brauche ich. Und zwar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Mal. 9 Mal diesen Waggon. Fahrzeug kaufen. Neu. 11 minus 0, 6. 9 Stück waren es, oder? Ich denke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, das hat jetzt gut Kohle weggefressen, aber der Zug, der ist es mir jetzt wert. Der ist mir wichtiger als der Heli, weil hier ist noch kein Feuerwehrproblem. Das kommt dann erst, wenn wir hier aufbauen. Einmal den Zug schnappen, einmal die Waggons abholen. Einmal dahin. Und einmal danach hier entladen. Wieso kann ich das hier nicht auswählen? So. Da steht nichts dran. Okay, dann muss ich es halt so machen. Gehen wir unsere neuen Waggons abholen. Und dann sehen wir gleich mal Pendelverkehr mit zwei Zügen. Also ich habe das Gefühl, der beschleunigt schneller, wenn er nicht die 500 Tonnen hinten dran hat. Wäre ja auch logisch. Also ich habe auch schon festgestellt, so Fahrzeuge, wenn man so Bergstrecken macht, die beschleunigen anders, als wenn sie auf der Geraden fahren. Also in der Hinsicht ist das Spiel sehr realistisch. Aber dass man aus Pflanzen einfach alles macht und keine Ahnung, dass es kein Weizen gibt oder Gerste oder was weiß ich, dass das alles eins ist, das finde ich ein bisschen komisch. Tank mal schneller, Junge. Oh, ich muss auf meine Baubeendet-Schwinn schauen. Zug, wir gucken gleich dir wieder zu. Ja, den da bitte bauen, ziemlich zügig mit allen. Und sag mal, nee, brauchst nicht Bescheid sagen, kriegst du schon hin. Die anderen sind am Werkeln, okay. Hier ist auch am Werkeln. Da noch nicht. Hat der Prio. Ja, okay. Wo ist mein Zügchen? Das hat gerade getankt. Es fährt gerade ein. Sehr schön.
Versteck dich halt unter dem Stern, Jung. Ja, ich kann die Kamera hier nicht drehen, solange er da drin steckt. Boah, da geht jetzt schon einiges Richtung Grenze hier ab. Einmal mit den Nigelnageln neuen Waggons darüber heizen. Aber da kommen uns die schönen Riesen-LKWs entgegen. Das war, glaube ich, die große Motte. Die 30-Tonnen-Motte war das. Die richtig fette. Die uns schon auf den Tag gerettet hat. Ach ja, und der Strommast, der zum Abriss freigegeben ist und wahrscheinlich bis zum Ende des Let's Plays da stehen bleibt. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob ihr die Folge schon gesehen habt, wo ich den deaktiviert habe. Bis jetzt hat auf jeden Fall noch keiner dazu was geschrieben. Achso, ich muss ja agieren. Ich denke so, ja, der fährt gleich weiter, nichts macht er. Der geht jetzt auf die nächste Tour und holt die restlichen Waggons. Aber ich lasse ihn jetzt mal kurz einmal alleine tuckern, einmal sind wir mitgefahren und dann fahren wir gemeinsam in unser Verteilungszentrum mit dem Ding. Kann ich hier noch was losbringen? Brücke im Bau, Brücke im Bau. Boah, der ist aber an dem Ding hier schon ganz schön weit. Das hat doch viele Tonnen gefressen. Und er zieht da schon den Asphalt rüber. Dann sind wir ja gleich schon da. Und hier. Bisschen Asphalt noch. Okay. Wie sieht's denn hier hinten aus mit meinem Schachpartys? Geht da jetzt was? Auf dem kleinen Wegchen steht die Maschine. Interessant. Und jetzt auch so ein Minikipperchen. Das finde ich so schade. Ich gebe Sanierung mit. Da könnte auch so ein 5-Tonnen Minikipper mitfahren. Was macht meine Produktion? Da habe ich schon ewig nicht mehr reingeguckt. Wieso schwankt die so? Warum ist die nicht auf 100%? Pflanzen habe ich da. Hier ist überall 100. Oh Gott. Sag nicht, die Sanierung packt es gerade nicht. Das ist natürlich blöd. Wenn eins da steht, dann haben zwei nichts zu tun. Und da würde ich jetzt alle mitgeben, dass die beim Sanieren helfen, dass die möglichst schnell hier wieder on Tour kommen. Dass das läuft. Drei Sachen herschaffen und danach wieder ein bisschen Arbeitstage und dann soll es wieder anspringen. Ja, ich darf die Sanierer nicht so hart rannehmen, dass die da die ganze Zeit beschäftigt sind. Schauen, ob der Zug wieder da ist. Geile Aussicht. Viel auf den Straßen los. Ja, aber ich sag mal, ansonsten müssen wir halt die nächste Grenze auch noch benutzen, um Material zu ziehen. Wir haben da hinten ja noch eine. Wir können auch aus der NATO Material holen, aber ich denke, das hält sich alles gerade noch im Rahmen. Also solange der Stau jetzt nicht bis hier steht, sollen die halt so rausziehen, was sie können. Das Maximum aus der Grenze rausziehen, was sie können. Wo ist mein Zug? Ist er wieder im Depot? Da ist er ja. Also jetzt hängen wir die ganzen Waggons da hinten dran. Und dann fahren wir schön an Kamis Hütte vorbei in unser neues VZ rein. Aber vorher gucken wir, was da schon wieder das Problemchen ist. Ich schnapp mir schon mal den Zug so. Ach, den brauche ich. Was ist hier los? Ja, Heizkraftwerk, dann ist doch gut, dann mach halt nicht. Ist doch 30 Grad. Das ist doch jetzt nichts, wo du mir im Sommer sagen musst. Bau beendet. Ja, welcher denn? Ach, das Sträßchen. Ja, okay, finde ich super. So, wir haben nichts mehr vor. Wir gehen jetzt mit unserem Zug in unser VZ-chen hier rein. Mal eben gucken, wo der andere ist. Vielleicht kriegen wir eine... Da kommt er gerade raus. Okay. Vielleicht kriegen wir eine tolle Fahrt aneinander vorbei, ohne dass Anna bremsen muss. Deine neue Heimat ist jetzt erstmal hier. Ein bisschen Eisenbahnromantik. Und der eine oder andere kann ja vorspulen, wenn es ihm nicht gefällt.
Ich will hier einfach jetzt einmal die Strecke sehen, wie die Signale sitzen, ob das alles tut. Ich würde es schöner finden, wenn hier diese Knicke an den Brücken leichter wären, wenn das nicht so knallharte Kanten wären. Haben uns auch kein Bauzug gerade in die Quere. Ach, da ist der andere. Hi, ich gehe dir jetzt helfen. So, hier zieht er jetzt schön dran vorbei. Schauen, ob ich den anderen da hinten jetzt noch sehe. Ja, er fährt jetzt in sein VZ rein. Und dann müsste er mit allen Waggons gleich wieder rausfahren und auch Pflanzen holen. Oder er tankt vorher voll oder was weiß ich. Wo ist mein Zug? Wo bist du denn? Ist er das oder das? Der fährt, der chillt. Warum chillst du, mein Junge? Es sind da noch nicht genug Pflanzen drin. Da sind mehr als genug drin. Du könntest doch jetzt mitmachen. Der Tank ist voll. Ach, vielleicht war Gleis belegt, weil der gerade noch reinfährt. Schauen wir mal, was jetzt passiert, wenn beide da sind. Und Moment, habe ich da einen Bug drin? Ah, ja. Gucken wir mal. So. Was machen sie jetzt? Wieso chillen sie? Hey. Ah. Ein Hirni. Ja, ich mach's ja, wenn ich von der Grenze importiere, nicht voll. Das heißt, die tun noch auf 20% entladen. Aber dann können wir jetzt mal Racing sehen. Keine Ahnung, machen wir es mal auf 90%. Ist grad wurscht. Oder wie viel entladen wir? 5%? Doch, dann machen wir 95. Jedes Mal, deswegen, das nervt mich. Da muss ich alles im Winter umstellen. Jetzt können wir mal so ein bisschen Signallogik sehen. Also. Der eine darf jetzt durchfahren. Der ist zuerst dran. Einer von beiden war ein Müh schneller als der andere. Der geht über den Wechsel drüber. Die haben jetzt halt das gleiche Ziel. Ah, ich muss noch was machen. Weil das ist jetzt ein langes Stück hier. Da habe ich noch kein einziges Signal gesetzt. Das ist doof. Ich mach's jetzt mal mit Augenmaß. So lang ist der Zug. Ja. Genau in der Zoom-Stufe. So lang ist der Zug. Dann müsste ich eigentlich, wenn ich hier Signalchen setze, die genau richtig setzen. Ich will jetzt nicht, dass der eine immer hinter dem anderen hinterher bremst. Hier müssen noch die Abstandssignale rein, da hatte ich sie noch nicht gebaut. Das habe ich verpummelt. Ich habe gedacht, die ganze Strecke hinten wäre fertig. Falsch. So rum und so rum. Und da eh schon Ende ist und da noch totaler Murks ist. Streuner, atme mal durch. Durch doch. So. Der muss raus. Und der war, glaube ich, zu eng, der eine hier. Also man kann... Ja, das zu eng lasse ich jetzt mal eben stehen. Aber man kann... Also so habe ich früher gemacht. Ich habe dann den Zug angeschaut, wenn er gefahren ist. Der kommt jetzt kurz durcheinander wegen den neuen Signalen. Aber ihr könnt quasi, wenn der Zug fährt, das ist der einfachste Weg, dann braucht ihr kein Messwerkzeug. Der Zug fährt... Und dann, wenn er genau übers Signal ist, drückt ihr Pause. Das ist der einfachste Weg. So. Und dann wisst ihr, ihr könnt jetzt hier ein Signal setzen. Dann wisst ihr, wie lang 155 Meter sind ohne Messwerkzeug. Das ist der einfachste Weg.
ich mache das jetzt bei dem kleinen Stückchen hier einfach mal. So, einmal pausiert, da eins hin, dann habt ihr die maximale Länge aus diesem Ding ausgereizt und die maximale Performance, die ihr kriegen könnt. Der kommt auf jeden Fall schon mal weg. Ja, dann sehen wir es ja halt gerade erst auf dem Rückweg, auf dem Pendelverkehr. Okay, da habe ich so viel Abstand. Dann mache ich hier den hin und da, das müsste jetzt nicht zu eng streuner. Nicht, dass er nachher nicht reinpasst, das wäre doof. Also da passt er auf jeden Fall jetzt rein. Mache ich die nochmal weg. So. Die sind dann auch sinnfrei. Der hat jetzt halt schon Speed drauf. Da muss man dann schon ganz genau timen, wenn man da anhält. So. Und die sind auch dann überflüssig. Aber das Spiel macht man einmal durch und dann hat man eine richtig schöne, feine Strecke. So. Da würde ich gern noch langsamer als langsam laufen lassen. Vielleicht habe ich dadurch das letzte Stück hier gerettet. Er passt rein. Wunderbar. Das war der Hintergedanke, einen mehr reinkriegen. Der andere ist natürlich total verwirrt gewesen, weil ich jetzt hier lustig Signale gesetzt habe. Aber jetzt können wir den beiden im Pendelverkehr zuschauen. Wenn der Baum nicht im Weg wäre. Durch seine Verwirrtheit ist er halt nicht losgefahren. Hat er kurz gewartet, aber ihr seht gleich, wie es läuft. Wir können ja mal schauen, wie viel der da vorne beladen hat, wenn ich den reinkriege. Bis jetzt geht's noch nicht. Wird schon geerntet da hinten. Die LKWs fahren, die guten West-LKWs. Mit 110 km/h aufs Feld. Finde ich irgendwie geil. Fast so geil wie Impala und Geheimpolizei. So. Ihr seht jetzt, der nimmt jetzt das andere Gleis hier, zack. Und lädt hier ein. Ja. Und der hier, der ist leider jetzt schon voll, der fährt jetzt schon weg. Ja. Wegen meiner Spielerei. Aber der wechselt jetzt auf dieses Gleis rüber und fährt auf der Seite zurück. Wir können ja einfach mal mit dem schon mal rüberfahren. Also ich glaube, diese Racing Condition, die ich erzeugen wollte, habe ich jetzt durch mein Signalsetzen ein bisschen kaputt gemacht. Jetzt sind wir bei 2x500 Tonnen. Und nach der Ernte darf der eine umziehen. Oh, wie der Fernsehturm da hinten so durchleuchtet. Mega. Und dann kommen die Bornsteine. Mal schauen, nach hinten kommt er schon. Nee, der muss ja auch immer erstmal laden. Hier geht's dann schön unter der Brücke durch. Zack. Harte Kurve. Oh, da nehmen wir ja schon fast den Pfeiler mit. Harte, harte Kurve. Der fährt halt gerade hier rein. Der andere ist auf der Strecke. Dann tun wir einfach, glaube ich zumindest. Ja. Dann gucken wir mal, wie sie sich jetzt entgegenkommen. Ein bisschen Eisenbahnromantik. Ich will einfach den Fernsehturm nochmal sehen. Man kann natürlich, wenn man so mitfährt, auch immer schauen, ob die Signale passen von der Länge her. Ob die gerade so reinpassen. Und es müsste eigentlich, da habe ich eigentlich aufgepasst, es sieht eng aus, aber die müssten genau immer reinpassen. So, jetzt kommt der hier rein. Mal schauen, ob der andere schon fertig ist. Weil die haben ja jetzt einen Gleis-Switch hier. Wir müssen jetzt quasi auf das andere Gleis einmal wechseln. Und der andere, Moment, der andere ist gerade schon angefahren, habe ich gesehen. Er ist schon angefahren, aber er hält jetzt gleich bei diesem Signal an. Ja. Und jetzt ist der andere von der Kreuzung draußen und jetzt fährt er gleich wieder los. Und wenn man da halt 5-6 auf der Strecke hat, dann geht es richtig ab. Und dann noch mehrere Verteilungszentren und noch mehr Züge. Bin froh, dass wir uns finanziell circa so gerade halten. Sehr schön. Zwei Zügchen. Ich bin begeistert. Ah, der muss wahrscheinlich tanken. Dann kommt der andere wahrscheinlich auch gleich zum Tanken. Vielleicht kriegen wir da ein Weiß hin, wenn der hier reinfährt und der darüber will. Aber ich glaube, der ist zu schnell.
Ah, ich muss jetzt wieder Signal anzeigen lassen. So. Das geht natürlich mit vier Zügen viel besser. Aber wir sehen jetzt, jetzt ist hier gerade noch rot. Der kann aber bis hier schon mal fahren. Und eigentlich, wenn der hier durch ist, jetzt habt ihr gesehen, weiß, er ist im Knoten drin. Ja, der ist in diesem großen orangen Knoten drin. Und der darf trotzdem reinfahren, weil der weiß, es ist keine Gefahr mehr. Die fahren einfach aneinander vorbei. Wenn ihr hier mit ganz vielen Signalen arbeitet, dann bleibt ihr hier stehen. Der wartet, bis er da hinten raus ist. Das ist das Geheimnis bei der Geschichte. Und das muss man sich halt mit dieser Signallogik überall durchdenken. Wie es effektiv geht und wie man es hinkriegt, dass nicht der Zug irgendwo drin steht, wo er nicht stehen sollte. Also, dass die sich stauen und dass dann ein Deadlock entsteht und so. Ich wünsche euch was. Schön, dass ihr so lange dabei wart. Ich hoffe, das war spannend für euch am Ende mit den Zügen. Mir hat's gefallen. Und dass ich das weiß gekriegt habe, das fand ich toll, weil eigentlich muss ich für sowas viel mehr Züge auf die Strecke schicken, dass die sich überhaupt begegnen. Macht's gut und bis bald, euer Systemstreuner.